Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Sie ist weder besonders schön, noch entspricht sie dem üblichen Seemannsgarn. Dafür zeichnet sie sich durch etwas anderes aus. Sie ist wahr. Es ist meine Geschichte und sie beginnt in den Sklavengattern von Port Rulat. Wochen verbrachte ich, gemeinsam mit meiner Mannschaft, an diesem Ort. Dort, wo eine Menschenseele nur so viel zählt, wie sie auf dem Sklavenmarkt einbringen kann. Eines Tages öffneten zwei Menschenfresser unseren Pferch und ich dachte, dies wäre das Ende. Ich hatte keinen Zweifel, dass ich als Speise für einen dieser stinkenden Hoger enden würde, die uns Tag ein, Tag aus bewachten. Doch sie hatten andere Pläne mit mir und meinen Seeleuten. Unsere Wärter prügelten uns mit Peitsche und Knüppel auf die Hafenmole. 30 Frauen und Männer waren wir, halb verhungert und abgerissen. Wir standen im Licht der untergehenden Sonne und dachten, dass man uns als nächstes zu Ehren einer dämonischen Scheußlichkeit in Wellen überantworten würde. Doch es sollte schlimmer kommen. Ein besonders großes Exemplar der Menschenfresser gesellte sich zu uns. Er galt als Oberhaupt dieses Dreckslochs und maß sicherlich mehr als 2,5 Schritt Höhe. Seine verrunkelt bewehrte Haut hatte die Farbe von sternlosen Nächten. Er musterte uns mit unverhohlener Gier. Dann sahen wir es am Horizont. Spinnengleich tanzte das gewaltige Monstrum auf 8 Beinen über die Gischt. Sein goldschimmernder Leib maß sicherlich 50 Schritt und überragte uns in seiner Höhe um eine Vielzahl. Dutzende Leiber, halb Mensch, halb Krustentier, krabbelten auf der Borke dieses ungeschaffenen, scheußlichen Wesens, wie Parasiten auf einem sterbenden Kadaver aus dämonischer Borkenhaut. 4 düstere Hörner standen den Göttern frevelnd gen Himmel. Einige von uns warfen sich, ob des Schreckens dieses Monstrums, mit gefesselten Händen in die Hafenbucht. Andere hörte ich laut Gebete sprechen, doch mir fehlte zu beidem der Mut, konnte den Blick nicht mehr von diesem Ding nehmen, das schnell auf uns zutanzte. 6. Zar, 20 Uhr. Ihr befindet euch in eurer Kapitänskajüte zu einer letzten Besprechung eures ersten Tages in Perikum. Nun, so wie die Dinge stehen, sollte ich wohl die Admiralin in Kenntnis setzen, dass man ihr Asyl in der Löwenburg angeboten hat, nicht wahr? Ja, das scheint sehr vernünftig. Wie gesagt, ich kann Sie morgen gerne dahin bringen. Auch wenn Mareks Spione herausfinden sollten, dass sie sich hier an Bord befindet und von Bord geht, wird sie wohl da fürs Erste sicher sein. Das mit Ihr der nicht? Schule der Austreibung sollte ich vielleicht erst einmal nicht erwähnen, oder, Abelmir? Ich denke nicht. Wir sollten Sie vielleicht behutsam darauf vorbereiten. Ich denke, dafür ist Ihre Spektralität hervorragend geeignet, nun ja, er besitzt ein großes Einfühlungsvermögen für solche Sachen. Interessant. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Von so einem Mann kann ich vielleicht noch etwas lernen. Was, Einfühlungsvermögen angeht. Nun, ich denke, er wird damit kein Problem haben. Vielleicht kommt ihr auch mit mal in die Schule. Ich weiß nicht. Kapitana? Kapitana hat Zeit. Tretet ein. Wir haben draußen einen Hafenwächter, der würde ganz gerne mit euch sprechen. Soll ich ihn hochlassen oder wollt ihr nach draußen kommen? Ich komme nach draußen. So, und dann, Dann ja, kommt mit. begleiten wir euch doch, oder? Mal sehen, was der Kerl zu sagen hat. Blumen nickt. Ja, Ja, vielleicht. wenn ihr nach draußen kommt, während Diamant das noch etwas sagen möchte, könnt ihr schon sehen, wie dort 3 Hafenwächter stehen, die euch mit einer Fackel in der Hand anstarren. Neben ihnen könnt ihr ein großes Fuhrwerk erkennen, mit 2, 3 Jungen, die das Ganze ziehen und Fässer, die darauf stehen. Einen wunderschönen guten Abend, Fex mit euch. Text mit Ihr euch. seid die Kapitäner von dem Schiff? Bin ich, was gibt das? Sehr gut, ich bin der Hauptwachmann Krachleder. Und ich wollte euch fragen, eure Gebühren bezahlt ihr, ja? Natürlich bezahlen wir unsere Gebühren, wenn wir hier liegen. Ja, wie viele Männer habt ihr an Bord? Ich schaue mich mal nach Dr. Rumpel um. 50, 100, 150, 200. Rumpel, kommt her!
Ja, ich komme. Dieser gute Mann fragt, wie viel Besatzung wir haben. Oh nein, oh nein, oh nein. Wofür wollt ihr das denn wissen? Es scheint eine Rolle für die Liegegebühr zu spielen, was mir allerdings neu ist. Ich dachte, das hinge von der Größe des Schiffes ab. Ja, das ist auch so. Ich habe auch alles bezahlt. Ich habe auch nicht wirklich gefeilt. Na gut, gefeilt habe ich wirklich, aber ich kenne den Mann auch. Das ist der Hafeninspektor Krachleder. Ja, das sagte ich eben. Gut, wofür braucht ihr die Informationen, wie viel Besatzung wir haben, wenn offenbar bereits alles geregelt ist? Für die Fässer mit Wasser, die wir euch zur Verfügung stellen. 300 Mann. Also die sind aktuell nicht alle an Bord, aber wenn ihr es auf Bannerschärke wissen wollt, dann 300. Mittlerweile fast 400. Müssen wir für die Wasserfässer bezahlen noch extra? Nein, das nicht. Wie gesagt, ihr liegt im Hafen von Pericum, da kümmern wir uns selbstverständlich um euch, wenn ihr eure Gebühren bezahlt. 400 sagt ihr, das sind dann 8 Fässer, die ihr bekommt für diese Nacht. Einfach so? Ja, einfach so. Junge, bring mal die 8 Fässer runter. Er hätte etwas dagegen, wenn sie sich vorher inspizieren. Ja, ihr dürft sie selbstverständlich inspizieren, der zuckt mit den Schultern. Ja, die Frage ist doch eigentlich, warum wir 8 Fässer bekommen. Ich habe nichts bestellt. Ja, die bekommt jedes Schiff, aber abhängig davon, wie viele Bandstärke sie haben. Aber warum? Weil ihr die Brunnen der Stadt nicht mehr benutzen könnt. Warum kann man die Brunnen nicht mehr benutzen? Ist etwas vorgefallen? Das klären wir noch. Stellt nicht solche Fragen. Ihr bekommt die Fässer und wir weisen euch darauf hin, dass ihr aus den Brunnen aktuell nicht schöpfen könnt. Darf ich fragen, wo ihr das Wasser habt dann? Aus dem Dapat. Well, aufwärts. Soll ich vielleicht diese Situation klären? Na, wenn die Brunnen verunreinigt sind, wäre Klärung doch in der Tat gut. Und ich kenne mich ein bisschen mit Wasser aus. Ihr seid ein Zwerg, verzeiht, aber dafür haben wir unsere Erferdis. Wir haben 2 Tempel hier. Wenn ihr nicht wollt... Wir bekommen 8 Fässer umsonst, das ist was Gutes. Nun, das wird sich zeigen, ob das was Gutes ist. Hey, jeder, guckt euch die Fässer an, macht sie auf und prüft sie. Ja, tun wir. Ja, und dann könnt ihr wieder zusehen, wie die Jungen die Fässer abladen, die viel zu schwer für sie sind, und dann eure eigenen Leute die Fässer dann nach oben holen. Sind allesamt versiegelt, allesamt aus Holz, mit ein paar eisernen Beschlägen, und es gibt so ein kleines Pericumer Siegel darauf von, das wird wohl das Pericumer Siegel sein, einfach sein, also dieser Delfin mit dem Schwert. Kann man die irgendwie aufmachen und die oberste den Deckel aufmachen? Also du einschlagen? Kannst, du müsstest da mit einer Axt, also wenn du willst, kann dir einer der Männer so ein kleines Handbeil geben, damit kannst du auch reinhacken. Ich nicht, der Matrose gefällt ist. Ja, ich dachte, ihr wollt das, ich mach das auch selbst. Mach das unter Deck, aber wenn die Fässer ordentlich verstaut sind. Dafür brauche ich trotzdem den Befehl der Kapitana, ihr seid nur noch der Magus. In der Tat. Der werte Herr Magus hat eine sehr gute Idee, denke ich. Wir sollten aus allen Fässern Proben nehmen und sie unseren Terboniterinnen bringen, bevor wir irgendetwas davon an die Mannschaft ausgeben. Ja, das kann ich dann unten so weitergeben. Soll unser Alchemist das auch nochmal prüfen, oder? Ja, doppelt halt besser. Okay, dann bringe ich sie jetzt runter und dann wird eine Probe für den Alchemisten und eine für... Das sind die in der Krankenstation, ne? Terbuden. Ja, okay, Krankenstation. Und dann, jedes Fass. Ja, so verstanden. Und damit werden eure eigenen Fässer dann auch nach unten geräumt, während sich der Hafeninspektor zufrieden nickend irgendwie es auf einer kleinen Liste abhakt und dann in Richtung des nächsten Schiffes geht. Ich erwarte nicht wirklich, dass wir etwas finden, aber sicher ist sicher. Meint ihr, es ist eine Falle? Nun, da könnten sich irgendwelche Wesen drin verstecken in diesen Fässern. Sicher ist sicher. Nachzuschauen ist keine schlechte Idee. Mindergeister? Nun, ich dachte eher, dass das Schlimmeres. Ich dachte eher an Gift oder an Schlafmittel.
Ich dachte, oder eben Dämonen oder ähnliche Kreaturen. Oder blinde Passagiere. Wir müssen mit allem rechnen. Ich schicke einen der Schiffsjungen, den Wachen hinterher. Der soll mal beobachten, ob wirklich jedes Schiff hier besser bekommt. Ich meine, selbst wenn da blinde Passagiere drin sind, dann sind sie umsonst. Alter Gräumwitz. Ja, aber sie zahlen keine Überfahrtsgebühr. Wäre das nicht schlimm? Naja, wir... Sklaverei ist immer so ein schlechtes Wort, aber wenn man sie uns schenkt, diese Fässer, dann ist der Inhalt der Fässer ebenso mit dabei. Warum ist Sklaverei denn ein schlechtes Wort? Im Mittelreich mag man das nicht und... Naja, ich glaube, die Kapitän... Naja, ihr kommt die auch aus Fasar, oder? In der Tat. Der Inhalt des Fasses gehört uns auch. Ob da jetzt Wasser drin ist oder ein Dämon... Ich möchte nicht dabei sein, wenn der Dämon da rauskommt, aber er gehört uns. Serpentilio wird erfreut sein, dies zu hören. Kapitän, darf ich euch eine Versicherung verkaufen? Nein, das ist jetzt wohl kaum der richtige Moment. Wenn die Fässer geöffnet werden und der Dämon rausspringt, dann gibt es keine Versicherung mehr. Ich glaube nicht, dass ein Dämon aus diesen Fässern springt. Die Ausrede, wenn es denn eine gewesen sein sollte mit den Brunnen, ist doch sehr originell. Wir sollten der Sache nachgehen. Ja, vor allem ist sie leicht zu überprüfen. Aber er hat gesagt, wir sollen keine Fragen stellen. Das sagen sie immer. Na gut. Vor allem dann, wenn wir erst recht Fragen stellen sollten. Oh, nein, wir können seiner Anweisung ja schon folgen. Wir tragen diese Informationen einfach an die Bevölkerung von Pericum heran. Und wenn wir dann auf Zustimmung stoßen, wenn man uns sagt, ja, das haben wir auch schon gehört, dann sind die Brunnen tatsächlich irgendwie problematisch. Und wenn sie sagen, was? Das kann doch gar nicht sein. Pericumer Brunnen sind die besten Brunnen. Was redet ihr da? Dann wissen wir, dass da irgendwas im Busch ist. Ich denke, wir werden genau beides hören bei den ganzen Gerüchten, die ich bisher aufgeschnappt habe. Und wir könnten auch tatsächlich keine Fragen stellen, sondern die Brunnen untersuchen. Naja, also ich habe heute Nacht nichts Besseres vor. Wer will mitkommen? Nun, ich glaube, Voltax hat sich freiwillig gemeldet. Ja, ich würde mir das tatsächlich mal ansehen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich gehe wieder nach unten. Nein, da sind die Fässer, da gehe ich auch nicht hin. Ich gehe am besten zu ihnen. Ich gehe zu Angroschminia. Das ist eine gute Idee. Da komme ich mit. Nein, Moment, ich muss mich um die Brunnen kümmern. Ehrige Entscheidung. Wie Dr. Rumpel schon auf seinen kleinen Stelzchenbein in Richtung der Zimmermänner und Frauen humpelt. Na dann lasst uns mal lieber diese Brunnen untersuchen. Hoffen wir mal für den armen Kleinen, dass Logolosch nicht wieder einen seiner Wutanfälle hat. Es heißt Logosch! Naja, das klappt ja sehr gut. Um zurück zu unserem eigentlichen Thema zu kommen, wenn ich in der Schule der Austreibung willkommen bin, dann würde ich da einmal mitkommen und mir das Ganze ansehen. Nun, ihr könnt sicherlich vorbeischauen, ob sie euch hereinlassen. Ich denke schon. Erhütet euch vor dieser Sekretärin, sie ist etwas, nun ja, eigenwillig. Nun gut, das klingt doch erstmal sehr vielversprechend. Und mit Sekretärin bin ich bisher immer sehr gut zurechtgekommen. Nun, ich fürchte, sie ist auch Weißmagierin. Sie haben ein etwas verqueres Weltbild. Ich bin auch mit Isarun sehr gut zurechtgekommen. Nun ja, Isarun war schon aufgeschlossener, nennen wir es so. Aber ihr seht selbst, Erfahrung macht klug, wie man so schön sagt. Natürlich. Ich denke, das kriege ich schon hin. Ich habe auch etwas noch in der Stadt zu tun, ich muss noch etwas besorgen. Braucht ihr etwas aus der Apotheke zufällig? Da müsstet ihr euch mit Serpentilio absprechen, aber ich glaube, er war selbst schon auf dem Markt. Ach, gut. Und dann? Gut, dann machen wir drei einen kleinen Abendspaziergang zu einem malerischen Brunnen. Das klingt verlockend. Ja, dann könnt ihr euch trennen. Abelmir, du möchtest zu einer Apotheke und du möchtest was kaufen? Tonnies, ich habe vor, diese Nacht eine astrale Mediation durchzuführen. Das soll ich dabei unterstützen. Ja, okay, kein Problem. Sollst du bekommen. Musst du auch nichts drauf würfeln. Ja, kostet dann den üblichen Preis. Kannst du dir abstreichen und wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid.
Ja, wenn sie haben, schwarzer Mond, immer gern genommen. Ja, warum nicht? Also du musst halt ein bisschen höhere Preise bezahlen, weil das hier dann nicht wächst, aber gut, bekommst auch schwarzer Mond. 50% mehr? Reicht das? Boah, mach mal 180%. Okay, ein so, kleiner Auftrag. Ja, natürlich, nein. Das sind viele Steuer... Ja, schwarzer Mond kommt von den Zyklopeninseln. Weder kann ich handeln, noch will ich das. Ja, sonst bezahlst du noch mehr. Weil es falscher Kontinent ist, ist es nicht, aber falsche Seite des Kontinents ist. Und da musst du viele Steuerzonen durchfahren. Dementsprechend, das ist teuer, das ist gut. Ja, alles gut. Wird. Okay, dann. Ich würde mich auch beim Apotheker für erkundigen, so beiläufig mal, ob irgendwas mit den Brunnen nicht stimmt. Wir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass sie nun ja kein Trinkwasser mehr sind. Ja, die Meldung habe ich heute Mittag irgendwann bekommen. Das stimmt schon. Ich weiß nicht, was da dran ist, aber seit heute Morgen ist das wohl im Umlauf und mittags wurde ich informiert. Und jetzt wurde wohl eine ganze Menge in Bewegung gesetzt. Ja. Und ihr bezieht euer Wasser aus dem Darpat dann, oder? Also jetzt hier direkt am Hafen, das ist ja viel zu schlechtes Wasser. Jetzt gerade für so eine Apotheke, da müsste ich dann weiter rausfahren. Und die Brunnenwässer waren bisher von einer anständigen Qualität, sag ich mal so. Es ist jetzt ja kein Quellwasser oder vom Wasserfall direkt. Also das habe ich halt auch schon eingekauft, so, aber... ich habe jetzt das Wasser gegen Geld von einem der Brunnen bekommen, ja. Also, da sind dann Stationen aufgestellt und da kann man sich dann ein Fass kaufen oder kleinere Bestände. Ihr müsst dafür bezahlen? Interessant. Ja, ich habe dafür bezahlt. Wer vertreibt denn diesen Fasshandel mit frischem Trinkwasser? Also im Auftrage geschieht das wohl vom Markgrafen, bin ich jetzt der Meinung. Die Wachen, die da vorstellen, das waren die Perikumer Wachen. Ich glaube, muss da mal nachgucken, einen Moment. Da verschwindet er kurz und kommt nach 2 Minuten wieder. Also das ist ein silbernes Wappen, schwarzes Sphinx, das sind die Marix. Also die handeln damit. Interessant. Die holen das wohl von weiter auf, quellaufseits vom Darpat. Ja, da holen die das her und bringen das dann hier hin. Und habt ihr schon getestet, das Wasser, und schon benutzt? Ja, schon. Also nicht viel, aber zum Saubermachen vorhin. Ihr kommt ja schon... Also, das ist ja auch schon eine Frechheit. Ich wollte den Laden eigentlich zumachen, ne? Guck mal auf eurer Chronometer. Ja, ich weiß, aber... Es ist dringend. Ich hab Dank für eure Mühe und wo die nochmal 2 Silbertaler extra hinlegen. Ich hätte keine Magie, hätte ich euch gar nicht die Tür aufgemacht. Seht ihr? Naja. Also wie gesagt, vorhin zum Saubermachen von meinen Apparaturen habe ich das benutzt, ja. Aber ihr habt das vorher nicht getestet, ob das einwandfrei ist, oder? Nein, den Marix ist kann man vertrauen. Die handeln ja mit allerlei und ich weiß jetzt nicht genau, wird schon Grund geben, warum die Brunnen gesperrt sind. Das machen sie jetzt ja nicht regelmäßig. Na gut. Naja, alles Geldwucherei und Geldschneiderei. Aber so ist das eben. Vielleicht solltet ihr selber einmal prüfen, ob das Brunnenwasser wirklich vergiftet ist oder ob sich das Handelshaus Marix nur eine neue Einnahmequelle aufschließt. Naja, also ihr meint das Wasser von den Maritzees? Ja, habt ihr das schon mal getestet, ob das Brunnenwasser nun ja in irgendeiner Weise kontaminiert ist? Also ans Brunnenwasser komme ich ja nicht mehr wegen den Wachen, die stehen jetzt davor, aber... Und die Wachen kommen die vom Handelshaus Marix, nicht wahr? Nee, die Wachen, das sind Perikumer Wachen. Ja, von wem werden die bezahlt? Naja, vom Markgrafen. Von den Polygons. Mhm. Na gut. Wie gesagt, ich wollte euch jetzt keine rebellischen Gedanken in den Kopf setzen, aber vielen Dank. Das sind mir noch die Besten. Und jetzt raus. Ja. Auf Wiedersehen. Nein, bitte nicht. Morgen. Morgen. Mit der die Tür und du kannst auch direkt das Schloss hören. Ja, wer möchte sich jetzt einen der Brunnen angucken? Zulamin, Boltax und? Ich. Raffim ist dabei.
Gut, es dauert gar nicht lange, ihr geht so ein bisschen abseits des Starports in Richtung Süden und könnt dann noch bevor ihr einen der Hauptplätze erreicht, könnt ihr dann direkt an der Flottenakademie, könnt ihr einen der Brunnen vorfinden und davor stehen dann auch drei Wachen und ebenso wie die Leute, die bei euch vorbeigekommen sind, jetzt große Wägen mit einigen Fässern darauf und es gibt auch so einen kleinen Stand, wo man dann kleinere Tonkrüge oder so etwas kaufen könnte, die dann weniger Wasser fassen. Abend. Neuer Abend. Einen schönen guten Abend. Das ist Rafim, Ritter des Reichs. Ja. Ihr bezahlt alle den gleichen Preis. Keine Chance. Könnt ihr mit eurem Orden wedeln, wie ihr wollt. Ihr missversteht. Wir sind dazu eingesetzt, um die Qualität des Wassers zu überprüfen und gegebenenfalls wiederherzustellen. Das möchte ich schriftlich sehen. Nun. Habt ihr das Siegel des Markgrafen? Lasst mich einmal gucken. Ich müsste den Briefwechsel mit ihm noch haben. Ja, ich habe irgendeinen Brief von ihm, aber... ja, ich möchte eure offizielle Bestellung sehen. Eine Bestellung? Ich hätte aber doch gar kein Wasser bestellt. Die Bestellurkunde, dass ihr nun die Brunnen prüft. So, dürfte ich euren Namen erfahren? Selbstverständlich dürft ihr danach fragen. Ich bin Raulhold von Iffernswede. Raulhold von Iffernswede, freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin, damit überreiche ich ihm nochmal meine Karte. Ich bin Boltax. Ihr seht hier, mit dem goldenen Rand. Jetzt könnt ihr euren Kindern erzählen, dass ihr mich kennengelernt habt. Und ich muss dann nur Rondrigans okay einholen, um diesen Brunnen zu untersuchen. Euer Gesicht kenne ich von irgendwoher. Natürlich, ich bin ein Held des Reiches. Wurdet ihr nicht mal gesucht? Nein. Seid ihr euch sicher? Ja. Ich wurde nie gesucht. Kneift so ein bisschen die Augen zusammen. Na gut, dann seht ihr wohl einem anderen Zwergen zum Verwechseln ähnlich. Ich könnte das jetzt als rassistisch auffassen, aber tue ich nicht. dürfte ich vorstellen, das ist Zulamin. Sie ist die schönste Frau auf der Welt, nicht wahr? Ja, das kann ich so bestätigen. Ihr seid wirklich sehr hübsch. Danke. Nun, also wenn ihr gerne eine Bestätigung des Markgrafen in schriftlicher Form sehen wollt, dann können wir uns um so eine bemühen. Tja, das wäre mir schon recht lieb. Wie gesagt, ich habe von ganz oben den Befehl, dass ich niemanden an den Brunnen lassen darf. Und wenn ihr etwas kaufen wollt, dann wendet euch da drüben an die Händler. Von ganz oben, also vom Markgrafen? Nein, von der Akademie. Beziehungsweise dem Vizeadmiral Ehrenbrand von Hartenfels. Ich verstehe. Und was wäre, wenn die Admiralin sagen würde, wir dürfen die Brunnen untersuchen, würde das dann den Befehl überschreiben? Die Admiralin? Welche Admiralin meint ihr denn? Naja, ich dachte, Pericum hat eine Admiralin. Der Vizeadmiral. Die Admiralin ist gestorben, wenn ihr die meint. Nein, das ist ja doch. Doch, doch, die ist untergegangen oder irgendwie sowas. Ja, es gab eine große Seeschlacht vor ein paar Monaten dabei, ist sie wohl gestorben und drei Schiffe von den Perikumern sind versunken.